Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben jetzt fast alle Solaris-Waffen, bis auf Titus, wo wir nicht machen werden, weil mir das Minispiel so übel ist. Walker, weil ich keine Lust auf Blitzball habe. Und Auron. Und um Auron seine Waffe kümmern wir uns jetzt. Dazu müssen wir in den Funguspass, Fungustal. Schlachtfeld oder Ding? Aber es ist, glaube ich, eher egal. Wir gehen eh auf eine andere Art und Weise rein. Weil wenn wir von vorne reingehen, bekommen wir, glaube ich, Probleme. Ich probiere es mal einfach mal aus, kurz. Es kann aber sein, dass wir da Probleme kriegen. Ah, das war eh der Falsche. Fungus Schlachtfeld? Here we go! Das sind alles beides die Falschen. Okay, wir müssen sowieso von dieser Richtung reinkommen. Okay. Dann müssen wir von der Dischausstraße rübergehen. Here we go! Um dahin zu kommen. Und zwar kann man dann jetzt von hier lang gehen. Das haben wir ja schon mal gesehen, dass es da je nachdem lang geht. Aber es geht jetzt auch so. Und dann kommen wir nämlich von dieser Richtung hier an. Kriegen nochmal schöne Goldnadeln. Ich sollte auch noch die Waffe ändern. Auron, der Null-Monster, kommt raus und... Wo ist er denn? Ach, Dämonenbanner. Da haben wir es doch. Die kommt rein. Außerdem kommt Auron statt Kimari rein. So. Und wir sind am Funguspass. Genau. Und da können wir jetzt auch mal sammeln gehen. Da haben wir den Donnerpudding. Moment, wo haben wir den Donnerpudding? Von dem brauchen wir auch 3 Stück. Wir haben, das ist das Schwebeauge. Schwebeauge steht gar nicht hier drin. Und ein Wefel. That's how it's done. Ah, der Wefel zählt noch zur Mayhem-Straße. Und das Schwebeauge genauso. Okay. Das heißt, wir haben 2 von der Schmeihenstraße noch gefangen gerade. Na, ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Wir haben Bomber hier. Wozu zählen die Bomber? Ach ja, die zählen auch zur Mayhem-Straße. Okay. Und du ist ein Doppelhorn. Auch du zählst zur Mayhem-Straße. Naja, auch nicht schlecht. So, hier wollen wir reingehen. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht gemacht. Ich glaube, da sind wir auch gar nicht lang gekommen, oder? So, da können wir nämlich das alte Schwert, das wir gefunden haben, benutzen. Und da leuchtet der Solaris-Spiegel auf und hier kriegen wir Auron seine Waffe. Sehr schön.
Dann haben wir das nämlich hinter uns. Dann fehlt nur noch das Zeug, was wir hier sammeln wollen. Das würde ich nämlich noch gerne machen. Also die Monster sammeln halt. Okay, dasselbe wieder. Zwei Bomber. Von der Mayhem-Straße. Und ein Doppelhorn von der Mayhem-Straße. No time to waste. Let's go. So. Dabei will man doch eigentlich in den Dings sammeln, aber gut. Okay, was haben wir jetzt hier? Das ist die Zugechse. Mayhem-Straße. Wenn es so weitergeht, braucht man in der Mayhem-Straße gar nichts mehr machen. Ein Weevil. Auch Mayhem-Straße. Und das müsste jetzt so ein Donnerpudding sein. Nein, Donnerpudding zählt zum Funguspass. So, und jetzt gehen wir nämlich hier rein. Gehen wir gleich. So, von den Bombern haben wir jetzt mittlerweile auch genug. Der Doppelhorn würde uns noch zwei Stück fehlen. So, wenn wir jetzt hier weiter nach unten gehen würden, da hätten wir dann tatsächlich einen optionalen Bossgegner. Und zwar einen ziemlich, wirklich ziemlich heftigen. So, ich speichere lieber nochmal, dass da nichts schief geht. Und den wollen wir auf jeden Fall noch nicht machen. Wir hätten eh überhaupt keine Chance gegen den. Von daher bin ich ganz froh, wenn wir das nicht machen müssen. So, aber jetzt hier müssten wir doch jetzt haufenweise Gegner bekommen vom Funkuspass, oder? Okay, was haben wir hier? Wir haben einen Ramastu. Yep. Steht in der Liste drin. Wir haben einen Gandalva. Auch du stehst drin. Und wir haben ein Teilchen Rot. Sehr schön. Halt. Falsche Richtung, die geht's weiter. Ja, es gibt zwei Sachen, die wir hier in diesen Dings noch machen wollen. Nicht nur Dinger einsammeln, sondern auch was anderes noch holen. Das werden wir aber gleich noch sehen. Wenn es soweit ist, Garuda. So. Von dir brauchen wir zum Glück nur einen. Oder was heißt zum Glück? Du bist relativ einfach. Jetzt fehlen auch nur noch zwei unterschiedliche Gegnertypen hier, um dieses Gebiet fertig zu kriegen. Für die Arten brauchen wir noch ein paar mehr. So, Mini-Raptor, da haben wir ihn. Und Teilchen Rot noch. Let's go. Wir gehen jetzt einfach mal den ganzen Weg hier einfach entlang und schauen, was passiert. Und auch nur, dass wir alle zusammenkriegen. Ah, nochmal so einer. Garuda. Ich bräuchte mir doch gar nicht mehr. Aber gut, was soll's. Bräuchte man eigentlich nicht mehr, aber ja. Jetzt lieber die, die ich noch bräuchte. So, Mini-Raptor. Mini-Raptor, Gandalva. Teilchen Rot.
So, Moment. Teilchen rot, sind wir fertig. Teilchen rot brauchen wir gar nicht mehr. Ja, das war's auch schon. So, noch ein Mini-Raptor. Damit sind die Mini-Raptoren fertig. Fongo Ongo. Sehr gut. Mini-Raptor, Fongo Ongo und Teilchen Rot. Farewell. Das Gebiet ist jetzt fertig. Also das Gebiet haben wir jetzt alles schon fertig. Jetzt fehlt tatsächlich nur noch die Arten. Moment, da schauen wir gerade mal. Also der Mini-Raptor ist fertig. Gandalva braucht man noch einen. Donnerpudding braucht man noch einen. Fongo Ongo braucht man relativ viele noch. Ja, okay. Alles klar. So, Ramastu, sehr schön. Und ich brauche mal leider noch eine ganze Menge. Gandalva. Damit ist Gandalva auch fertig. Enough. That's how it's done. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Donnerpudding, die kriegen wir eher weiter unten. Wo es die Mayhem-Straße quasi gewesen ist. Hm. Und da sieht man auch schon, was ich da haben wollte hier. Ein neuer Spheroid. Mini-Raptor. Ongo und Teilchenrot. Ah, schon wieder so einer. Nee, ich habe so einen Eindruck, den Donnerpudding, den kriegen wir tatsächlich nur da unten, wo wir gewesen sind. Wo es auch zur Mayhem-Straße gegangen ist. Hab ich so den Eindruck, dass wir die hier oben gar nicht kriegen? Na gut, lass uns mal das Ding anschauen. Orange Spheroid. Thanks for everything, Kinnock. I know I don't need to tell you this, but guard Lord Braska well. That I will. And you'll be busy too. I heard they made you second in command. You know that promotion was meant for you. You were always the better one, even until the end. You make it sound as if I was going off to die or something. I will see you again. Yes. Well then. Going already? You will tell me about Zanarkand when you return, won't you? Ja, damals waren sie noch Freunde. So. Jetzt fehlen tatsächlich nur noch das Zeug, was wir brauchen für die Arten. Das heißt, hier sollten wir noch ein bisschen rumrennen und hoffen, dass die restlichen noch kommen. Der hier ist zum Beispiel relativ wichtig. Enough. That's how it's done. Von denen bräuchten wir noch zwei Stück.
kamen wir eigentlich auch auf dem Weg von unten auch wieder zurück? Oder kommt man... Ja, nee. Egal wie. Wir laufen jetzt einfach mal hier lang. Nee, schon wieder so einer. Warum setze ich jetzt hier von Titus nicht seinen Energieregen ein? Gute Frage. Da brauchen wir doch auch noch einige, um das zu machen. Und gerade der Gegner würde sich ja dafür anbieten. Naja, egal. Mini-Raptor brauchen wir zwar nicht mehr. Ah, den brauche ich halt mal auch nicht mehr gebraucht. Enough. That's how it's done. Donnerpudding scheint es tatsächlich nur unten zu geben. Aber die anderen, naja, die sind halt noch selten. Der Fongo Ongo bräuchte man noch. Und der Hamastu. Hamastu, da haben wir ja. So, davon den bräuchte man tatsächlich nur noch einen. Bräuchten wir eigentlich gar keine mehr von denen. Ja, das ist ein bisschen lästig, auf die einzelnen Monster zu warten, bis die kommen, um sie einzufangen. Naja, aber so weit gar nicht mal so schlecht. Dann können wir hier mal den Energieregen einsetzen. Fehlen ja immer noch extrem viele, um den Blitzballgott zu kriegen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ist der jetzt gefangen worden oder ist er nicht gefangen worden? Egal. So, Teilchen Rot haben wir schon 10. Haben wir schon 10 Teile eingefangen. Gar kein Platz mehr dafür da. Den da brauchen wir noch. Von Gongo. Dann haben wir 4 von denen. Einer würde noch fehlen. Da würde tatsächlich noch einer fehlen. Dann hätten wir den auch fertig. Ah, von den Arten fehlen. Wenn ich es jetzt richtig sehe. Von allen dreien nur noch immer noch einer. Wenn ich jetzt hier runtergehe, dann bin ich schon fast wieder am Mayhem-Platz. Und da unten kommt, glaube ich, die Hamastu nicht drin vor. Und die Fongo Ongo auch nicht.
Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier oben bleiben. Und dann nochmal runtergehen. Für den Donner-Dings. Ah, ich hoffe, die anderen Locations werden schneller gehen, hoffe ich. Oh, schon wieder so einer. Wenigstens sind die relativ schnell zu besiegen. Ein Treffer und weg sind sie. Das ist der Vorteil von den Dingern hier. Oh Mann. Okay, Mini-Raptors sind wir auch fertig. Wenn es so weitergeht, haben wir hier fast gar nichts mehr zu fangen, weil wir alles komplett voll sind. Und es nur, weil wir auf diesen blöden, wie heißt es, Ramastu warten. Und ein Fongo Ongo. Den einen. So, die Fongo Ongo haben wir jetzt auch fertig. No time to waste. Let's go. Es wird tatsächlich nur noch ein einziger fehlen und diese Donnerdinger, die es unten gibt. Und wisst ihr was? Da passiert jetzt eh nichts mehr besonders viel dran. Das heißt, ich würde diese zwei Gegner versuchen, zwischen den Folgen noch schnell zu sammeln und dann einfach zum Flugschiff gehen und dann fertig. Weil ich glaube, das ist jetzt ein bisschen uninteressant. Ich renne jetzt eigentlich nur noch rum, warte, bis die zwei Gegner kommen und fange sie ein. Jeweils einmal und das war's dann. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin macht's gut und tschüss.